Heute ist mal wieder deutscher Stahl bei Let's Play Armored Warfare angesagt und da spiele ich den Leopard 2AV für euch in der Form in der Eisausführung. Ganz einfach, Premium-Panzer ist immer gut für die Credits, braucht man nicht drüber reden, wissen wir ja mittlerweile alle selber. Kartes Geisterfeld, 6er, 5er Gefecht und der Gegner hat sogar einen Centurion 120 Tier 7 spendiert bekommen. Also wenn das nicht unfair ist. Da müssen wir natürlich jetzt direkt loslegen. So, und ich werde wohl... Ich bleib mal erstmal hier unten. Bin ja schon jetzt sehr gespannt. Da Gefechtsfeldbeleuchtung oder irgendwie so nennt sich doch das. Ich sage immer Leuchtspurgeschoss, aber das ist falsch. Auf jeden Fall wissen wir daran sofort, okay, Gegner hat eine Art, so wie wir auch. Zweimal die Akazia im Spiel. So, und jetzt ist der Leo auch auf Geschwindigkeit. So, ich bleib hier einfach mal an den Jungs dran. Über Stock und Stein wird hier gefahren. Zack. Da ist auch ein Leopard 2AV. Aber der bekommt schon ordentlich auf die Mütze. Also unser Team hier. Ah ja. So, die Arti hat sich hier direkt auf uns eingestellt. Nicht so schön. Und da ist einiges im Hintergrund. Die Arti sitzt da wohl auch nicht weit weg. Man hat gerade die Flugbahn recht gut gesehen. So, Abpraller. Ah, spät. Aufpassen, Arti, Arti. So, so sollst du hoffentlich aber nicht reinkommen. Deswegen hier jetzt immer im Movement bleiben, immer aufpassen. Da ist die Arti offen. Aber ich komme nicht drauf. Aber auf jeden Fall kann sie jetzt auf jeden Fall mal erstmal nicht mehr auf uns schießen. Abpraller. Nicht so einfach hier jetzt gerade. Kommt schon, Jungs. Ihr wollt es doch auch. Begleitpanzer. Schönes Ding. Ach, bisschen daneben. Heidewitzka. Kritischer Trefferschaden. Oder kritischer Kettenschaden. So, und wie gesagt, hier stehe ich sehr, sehr schwierig. Deswegen, jetzt werde ich mal so ein bisschen vorfahren. Ja, das macht der andere schon. Ich helfe hier vorne lieber dem Team. Ah, Modu zerstört. Daneben. Aber der Gegner ist ja jetzt schon so stark in Bedrängnis, dass er kaum mehr Chancen hat. So, auch wieder Modülchen weg. Also wenn es nach Modul-Hits geht, komme ich hier noch ganz groß raus. Aber jetzt habe ich ihn auch mal satt getroffen. Und weg ist er. Und jetzt weiter vor, immer weiter vor. Weg ist er, zerstört. So. Und auch da geht es jetzt noch weiter, immer weiter. Und auch den noch getroffen. Und der ist auch weg. Und jetzt der letzte, der VFM5 hinten.
Die Frage, wo hat sich der jetzt vorhin verkrümelt? Deswegen Gas. Ah, da ist er. So, wir sind wieder auf Endgeschwindigkeit fast. Also wenn er läuft, dann läuft er. Aber es dauert immer ein bisschen. Ist natürlich die Frage, nachfahren oder nicht, aber ich sage jetzt einfach mal ja. Bäm, weg damit. So, wir bleiben auf der Straße. Ist die Frage, hat er sich nach Norden oder nach Süden verkrümelt? Oh, der ist halt einfach so wieselflink. Und direkt zerstört. Das ging dann doch recht fix. Und jetzt schauen wir mal, was die Endauswertung so sagt. 9-0. Sehr eindeutige Geschichte auf jeden Fall. Und wir sehen, wir konnten 1402 Schaden selbst anbringen. Wir konnten 1268 unterstützen. Wir haben 2 Kills dabei gemacht. Sehen hier, auf wen der Schaden gekommen ist. Und sind trotz vernünftiger XP hier im Mittelfeld gelandet. Natürlich, weil das Team hier wirklich toll gespielt hat. Also besonders hier da oben, auch der Leo 2 AV, der hat ordentlich performt. Und es gab, und das ist ja immer wichtig, 170.000 raus. Also von dem her ein schönes Netto. Damit können wir gut nach Hause gehen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.